richtig. Ich bin vom VIT, unser Ausbildungsleiter, und darf mich gerne mal informieren über die neuesten Sachen, was Aqualung so zum Bieten hat. Sehr gerne. Also mitgebracht haben wir natürlich unseren i77R, unseren neuesten Computer, der, wie gesagt, für den Sporttaucher ausgelegt ist, aber wirklich alles mitbringt, was das Herz begehrt. Das heißt, wir haben natürlich drei Modi: Tauchen, Tiefenmesser, Apnoe. Mhm. Für den Taucher, also ist er, sage ich, schon ein ambitionierterer Sporttaucher natürlich, der bis zu 4 Gase theoretisch verwenden kann, Nitrox bis 100%. Eine tolle Ablesbarkeit wirklich bei direkter Sonneneinstrahlung. Das heißt, du kannst mit in die pralle Sonne stellen, ablesen, kein Problem. Dazu die Akkulaufzeit, wie gesagt, 2 Wochen Tauchsafari mit einer Füllung, sage ich mal Akkufüllung, auch leicht zu machen. Das Schöne ist, du kannst den gesamten Computer ganz einfach bequem, natürlich über die 3 Knöpfe bedienen. Du kannst bis zu 4 Sender verwenden, die sich über die Seriennummer paaren. Das heißt, du hast nicht dieses Frequenzsucherei-Problem, sondern gibst einfach die Seriennummer vom Sender ein und das ist deine gesamte Paarung. Das ist schon super, ja. Wie gesagt, man kann das alles über den Computer direkt einstellen, hast aber auch die Möglichkeit, das alles über das Smartphone zu tun. Das heißt, wir haben hier nicht nur die Möglichkeit, diesen Computer über das Smartphone auszulesen, das heißt, die Tauchgänge runterzuziehen, sondern über das Diverlog Plus auch den gesamten Computer einzustellen. Ja, ich kann das mal ganz kurz zeigen. Es gibt halt unsere kostenlose App, das Diverlog. Da kannst du erstmal natürlich deine persönlichen Daten alle hinterlegen. Ja. Kannst auch, wie gesagt, dein Logbuch auslesen. Ich gehe jetzt mal in einen Tauchgang einfach rein. Kannst genau mit einem Knopfdruck die Tauchgänge übertragen. Kannst natürlich mit Spielereien sagen, okay, ganz toller Tauchgang oder hat mir nicht so gut gefallen. Alle Daten, die du sonst händisch ins Logbuch einträgst, werden automatisch übertragen. Du hast die Funktion, dass du den Ort über das GPS ziehen kannst, kannst noch manuell ein hinterlegen, kannst dein Buddy natürlich hinterlegen, Fotos, ähnliches, bis hinten unten zur Unterschrift auch, die dann dein Buddy-Tauchlehrer direkt im Smartphone eingeben kann. Der letzten Endes der Clou, was es halt tatsächlich einmalig macht, ist, dass du die Möglichkeit hast, deinen Computer auch direkt einzustellen. Heißt, nicht nur auslesen, sondern auch je nachdem, also alle Einstellungen, die du sonst am Computer machst, kannst du ganz bequem über das Smartphone machen. Zum Beispiel das Gasgemisch auswählen. Heute möchte ich jetzt zum Beispiel einfach nur Luft tauchen. Vielleicht möchte ich noch ein zweites Gas mitnehmen. Ja, oder noch. Spiel jetzt einfach mal rum, das nicht zu ernst nehmen. PO2 kann ich natürlich dann auch anpassen, theoretisch auch ein drittes, viertes Gas. Alle Einstellungen von Uhrzeit, Sprache und so weiter und so fort. Aber auch die Sender kann ich auch ganz bequem hier einstellen. Einfach kann ich dann hier auch die Seriennummer eingeben. Und wenn ich das dann alles mal alle Einstellungen übernommen habe, synchronisiere ich nur noch, suche halt mein Gerät, das ich vorher einmalig gekoppelt habe. Das zeigt er mir auch gleich an. Und jetzt sieht man schon die Paarung. Er synchronisiert das vollautomatisch und alle Änderungen, die ich sonst, sage ich mal, eher mühsamer über den Computer direkt eingegeben habe, habe ich ganz bequem, intuitiv über das Handy eingegeben. Und ja, das ist wirklich eine Innovation, die es sonst bisher so nicht ganz gibt. Ja, das ist top. Ganz geniale Sache. Absolut. Und der ist, wie gesagt, ab sofort zu bekommen. Und wer vor Weihnachten noch zuschlägt, hat noch das große Glück, noch zusätzlich eine Actionkamera geschenkt zu bekommen von Aqualung. Hervorragend. Ja. Passt. Okay, dann frohe Weihnachten. Gell? Ja, absolut. Frohe Weihnachten.